Willkommen zurück, mein Lieben, bei Ori and the Blind Forest. Beim letzten Mal haben wir die Wind, das Element des Windes wiederhergestellt. Und wir sind jetzt hier mit Kuro, der ganz schön angepisst ist, weil seine Kleinen weg sind, glaube ich. Allerdings ist es nicht unsere Schuld, aber wir müssen das wohl oder übel ausbaden. Kuro, lass uns... Das war knapp. Okay, ich muss hier irgendwie durch. Und der Schlüssel ist hier im Wasserloch. Ich habe eine Idee. Nein, das war nicht die Idee. Ich frage mich, ob ich das tun kann. Das geht auch nicht. Ich weiß, dass wir es beim letzten Mal knapp geschafft haben. Genau, jetzt hier rein. Das Problem ist, ich kann nicht speichern. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt ein One-Shot sind, weil wir so wenig HP haben. Oder ob wir ein One-Shot generell sind von Kuro. Okay, das hat geklappt. Oh shoot, wir sind zu weit oben. Und wieder von Anfang an. Ah, das wird klasse. Keine Checkpoints hier. Ich hoffe, die Sequenz hier ist nicht allzu lange. Okay, das war gut. Muss nur treffen. Das Problem ist, wir können immer noch nicht speichern, oder? Nein. Du kannst in einem sicheren Bereich keine Seelenverbindung erzeugen. Das ist sicher, ist das für mich nicht. Ach, das ist so ein Ding. Und das muss da rechts. Kommst du runter? Ach komm schon, echt? Oh! Fast. Man hat echt super wenig Zeit. Ich war fast unten. Okay, keine Double Jumps, glaube ich. Das ist. Ist der tot? Na, das geht eigentlich. Okay, jetzt müssen wir gucken, was wir mit dir machen. Ha. Okay, er respawnt. Komm her. Okay, das hat geklappt. Und hier sind wir wieder sicher. Ah, das ist ganz schön weit. Gehen wir runter? Wir können. Oh, und wir können das hier verwenden, um hier rüber zu gehen. Spiel, lass mich speichern! Oh! Ah, so mich erschreckt. Dieses Mal sind wir ihren Clown so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Ori, das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet ihr hoch oben am Trauerpass. Wir müssen auf dem Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Ja, der Wind wurde ja jetzt wiederhergestellt. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal. Boah, wir haben fast ein Level Up. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir skillen können. Ultraseelenverbindung stellt das Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Das könnte gut sein.
für Survival. Stichflammen brauchen wir nicht, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen das früher oder später, damit wir hier weiterkommen. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Das wollten wir eigentlich, ne? Darauf haben wir gespart. Weil dann kriegen wir die anderen Level-Ups schneller. Plus, wir kommen hier zu den Fähigkeitsmarkierungen. Lass uns das machen. Ich glaube, das ist gut. So, wo sind wir eigentlich? Wo in den sieben Höllen sind wir hier gelandet? Ach du grüne Neune. Oh, das war das geschlossene Level. Ein Teil haben wir hier nicht erkundigt. Elendsruin, 83%. Okay, wir können jetzt hier wieder hoch und hier gibt es noch zwei Dinge, die wir nicht geöffnet haben. Uns fehlen relativ viele Lebenszellen und die Hälfte der Mana-Zellen. Ich habe das Gefühl, wir haben einiges übersehen. Shoot. Ah, okay. Ich glaube, wir können... Das ist garstig. Die Gegner halten zu viel aus. Machen wir es ein bisschen einfacher. Es gibt keinen Grund, sie zu bekämpfen aktuell. Au. Okay, wie kommen wir hier da rein? Fehlt uns da noch etwas? Wie kommen wir da rein? Und das hier müssen wir öffnen mit einem von diesen, von den Dingern. Ah, das hat nicht ganz gereicht. Aber ich vermute mal, der Trick ist richtig. Oh. Wow, doch, es hat gereicht. Holy shit. Ich hab's nicht gesehen. Okay, töte mich. Wir müssen hier... Okay. What? Warum zur Hölle bist du da explodiert? Ich verstehe das Spiel immer noch nicht so richtig. Und das ist ein bisschen traurig, finde ich. Au, okay, lass das. Okay, wir kommen da durch. Wir wissen wie. Komm her. Wir kommen hier durch. Und wir haben das Kartenfragment. Das gibt uns was? Nichts. Okay. Nichts ist auch immer gut. Nehme ich. Fantastisch. Da freut man sich. Das erwärmt das Herz so richtig. Na, zumindest wissen wir jetzt, wofür das Kartenfragment war. Das ist ja schon mal gut. Okay, ich mache hier nochmal einen Safe Spot hin. Und ich will nochmal gucken, ob wir vielleicht... Komm her. Okay. Komm her. Schieß. Nein, das bringt nichts. Okay. Hätte sein können. Das heißt, wir wissen nach wie vor nicht, wie man die Dinge öffnet. Hier rechts haben wir schon, ne? Ja. Oh. Glück gehabt. Gut. Da ist nichts mehr.
Dich nehme ich mit. Oh. Nicht gesehen. Eieiei. Da war ich ein bisschen schusselig. Hier sind Spikes. Okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Sehr weit nach oben. Es ist die Frage, wollen wir Backtracking machen und gucken, ob wir irgendwas noch finden können? Wo sind wir eigentlich? Da. Ob wir irgendwas finden können, das uns weiterhilft. Lass uns mal hier hingehen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Speichern wir. Die Winde helfen schon. Hier gibt es hier irgendwas, das wir nutzen könnten? Wir müssten seitlich gegen den Boden krachen können. Aber das geht nicht. Okay, ich wüsste jetzt gar nicht, dass, was wir tun können. Ich vermute, da fehlt noch was. Ich weiß auch nicht mehr, was das da war. Wie immer in den Metroidvanias wäre es gut, wenn man Notizen auf die Karte schreiben könnte. Liebe Metroidvania-Entwickler, mach das doch mal wieder. Das war so cool in On Epic, das glaube ich irgendwie im 2012 oder so rausgekommen ist. Okay, wir gehen ganz hoch. Okay, ich will jetzt nichts. Ich will, lass die Eule. Okay, sind wir da, wo wir sind? Nein, wir wollen oben rechts hin. Aber können hier speichern. Na, jetzt kommen wir hier durch, weil das war vorhin nicht begehbar. Oh, das ist ein Gegner. Und wir sind im Trauerpass. Ah, die Dinger sind garstig. Die Dinger sind super garstig. Wir brauchen viel zu viel Damage für die. Ich sollte hier oben irgendwo, wo es einigermaßen sicher ist, vielleicht nochmal einen Safe Spot bauen. Warum öffnest du das nicht? Wir haben über 4. Muss ich den tatsächlich wegmachen? Ah, oh, komm schon, echt? Oh, da hat so einen kleinen fiesen Delay drin, die Sau. Hat so einen kleinen fiesen Delay drin. Okay, hab ich dich. Gut, das Ding ist offen. Speichern. Und dann können wir hier durch. Und hoffen, dass uns das irgendwie... Okay. Das geht schon mal nicht. Au. Ich hoffe, das Ding respawnt nicht. Das wäre...
ziemlich ätzend. Was ist hier unten eigentlich? Tot. Okay, gut. Wissen wir Bescheid? Na komm. Oh. Ach. Ich dachte, die erste kommt nochmal. Aber die hat sich dann noch ein bisschen dagegen entschieden. Oh, fast. Was war das eigentlich? Schlecht. Ich vermute mal, das ist optional. Aber wir werden sehen. Oh, das sind Projektile. So Kokosnüsse oder sowas. Die wir so verwenden können. Da oben sind Spikes. Ah, puh. Okay. Zumindest habe ich eine ungefähre Ahnung, was wir tun müssen. Ich habe die Dinger zuerst gar nicht gesehen. Ah. Oh. Das war fies. Da packt ihr Spikes hin? Ich dachte, das wäre mein Safe Spot. Aber nein. Oh, hier brauchen wir ein Kartenfragment. Okay, wisst ihr was? Wir speichern das hier mal. Da wir einigermaßen sicher sind. Dass der Typ wieder unglaublich viel aushält. Ich weiß nicht, ob ich weiter nach oben könnte. Können wir weiter nach oben? Tatsache, und da ist auch schon das Kartenfragment. Okay. Pack das da rein. Und wir sehen alles. Nein, nicht alles. Wir sehen leider Schlüsselsteine. Ja, wir sehen leider die Lebenszellen und Energiezellen nicht. Und die Fähigkeitspunkte sehen wir auch nicht. Aber ich glaube, das war... Ein Moment. Okay, ich glaube, das war... Hier. Ne? Fähigkeitsmarkieren. Dadurch werden die Fähigkeiten angezeigt und Lebensmarkieren. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Die Dinge. Eigentlich wollen wir die Dinge. Bis die Energiemarkierung, von denen haben wir schon relativ viele. Aber die Lebensmarkierungen sind wahrscheinlich wichtig. Und die Fähigkeitsmarkierungen helfen uns, hier hinzukommen in dem Sinne. Höchst die Ausbeute bei Geisterlig. Was zur Hölle ist das? Okay. Das können wir einfach durchbrechen. Ich denke mal, das war's in dem Bereich. Würde ich vermuten. Oh. Okay. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir werden hier nochmal speichern müssen.
Wir haben leider nicht sonderlich viele. Oh. Okay, ich verstehe, glaube ich, was wir da tun müssen. Nicht das. Oder verstehe ich es nicht? Ich verstehe es. Aber ich kann es nicht richtig ausführen. Oh. Ah, der Penner ist... Ich weiß nicht, es ist echt schwierig für mich, die Dinger zu treffen. Der mich, glaube ich, ziemlich schusselig an hier. Wirklich? Ah, oh, der Pen hat mich getroffen. Ich will natürlich jetzt nicht mit nicht vollen HP speichern. Warte mal. Okay, wir haben den Schlüsselstein trotzdem. Was ist hier? Was war das? Oh, ein Laser. Stehe. Man liebt... Ach. Okay, aber da kriegen wir mehr Safe Spots. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur den irgendwie wegkriegen. Ohne Schaden zu kriegen. Okay, gut. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Oder nicht? Oder das ist ein Shortcut und wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Damn it! Ah, ich hätte hier nicht... Ich hätte da nicht speichern sollen. So ein Fehler. Okay, müssen wir hier nochmal speichern. Was soll's? So, dann... Schießt du hier hin? Ha. Okay, respawnst du und ich kann... Okay, du respawnst. Und ich kann nicht ablenken. Ich denke, wir wollen nach... Oben ist ein Dead End. Ha. Wie kommen wir da hin? Man weiß es nicht. Reicht das? Nein, tut's nicht. Irgendwas fehlt da offensichtlich. Was ist das hier? Okay. Der hier fehlt. Ach, shoot. Habe ich dich. Da wäre nochmal ein Safe Spot. Öffne dich. Wie viele denn noch? Wie viele denn bitteschön noch? Müssen wir den hier oben noch einsammeln? Wahrscheinlich, ne? Glück gehabt. Und wir dürfen alles normal machen. Wir dürfen alles normal machen. Diesmal wissen wir aber, was wir mehr oder weniger zu tun haben. Also hier hoch. Und sterben. Genau. Trick 77.
Warum den Tod hinauszögern? Man das auch so machen kann. Lass uns das hier zuerst machen, weil ich will das nicht als letztes machen. Ach, schon wieder erwischt. Zu nah dran. Wir haben zu wenig Speicherpunkte aktuell, um... Das wird jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht lerne ich mit denen irgendwie mal umzugehen. Sehr garstige Viecher. Sie halten einfach sehr viel aus. Oder ich mache einfach sehr wenig Damage. Okay. Ach, da kommt er nochmal. Moment, das hier bringt uns nicht. Das müssen wir gar nicht tun. Wir müssen einfach nur... den Schlüsselstein holen. Und dann zurück zu unserem Safe Spot. Das ist alles, was wir tun müssen. Im Moment. Und jetzt geht's erstmal weiter hier hoch. Gut. Warum? Okay, das ist ja komisch. Ich bin irgendwie nicht weiter hochgekommen zuerst. Trifft er uns hier überhaupt? Was ist da auf der... Okay, auf der rechten Seite waren wir schon. Oh, du bist respawned, du Schwein. Ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben alle Schlüsselsteine. Ich hoffe es. So. Dann hier runter. Und es öffnet sich. Okay, gut. Ich glaube, da ein Safe Spot ist nicht so verkehrt. Okay, dann hier rüber. Oh. Okay, aber da unten kriegen wir mehr Safe Spots. Das ist super. Weißt du was, ich speichere... Ich wollte das eigentlich nochmal speichern, aber nicht, wenn du mir Schaden machst. Da, die Grünen. Die Grünen. Okay. Lass uns erst den da töten. Beziehungsweise, er macht sogar das Ding für uns auf. Und... wir haben die... Safe Spots bekommen. Brauche ich die Spinne für irgendwas? Hm. Oh, Moment. Da ist ein Schalter.
Oh, der öffnet das. Gut. Der wurde, glaube ich, auch nicht eingezeichnet. Ich frage mich, ob es hierfür auch irgendwo einen Schalter gibt, den wir nicht gesehen haben. Okay, da ist auch nochmal so ein Ding. Hier geht... Oh, was? Ach, das sind Spikes unten. Okay, ich verstehe. Komm her. Ah, das war nicht ganz gut. Das war nicht gut genug. Oh, wir leben noch. Ah, fast. Aber das klappt. Das ist nicht gut genug. Na? Ah, du schießt nicht auf uns. Okay. Da fehlt dann wohl noch was. Aber wir kriegen diese Fähigkeitszelle. Okay, speichern. Nehmen wir die damit. Speichern erneut. Au. Was haben wir hier? Okay, da geht's auf die linke, auf die rechte Seite. Was allerdings nicht geht, weil wir da erst von oben wahrscheinlich ein Ding runterholen müssen. Ah! Gut, zumindest wissen wir Bescheid. Ich bin immer schon mal froh, wenn ich weiß, was ich zu tun habe. Was zur Hölle? Y gedrückt, um Objekte zu stoßen. Oh. Okay, wir brauchen das wahrscheinlich. Für den Laser unten. Okay, zuerst mal macht das da auf. Gut. Safe Spot. Oh, das war nicht so toll. Oh. Eine Energiezelle. Hey, ah, bleib hier. Nein, 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 nein. Okay, gut. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ich hätte fast lieber eine Lebenszelle gehabt, aber Energie ist auch nicht schlecht. Ja, wir haben genügend, wir können nochmal speichern. Oh, Spikes. Gut. Da ist wieder ein weiterer Ball.
Du gehst da rein. Was bringt uns das genau? Ori kommt da nicht durch. Huh. Okay, WTF. Den Strahl oben kann ich ja nicht zumachen, glaube ich. Was halte... Okay, wir können ihn auch schieben. Und das bringt uns was genau? Hm. Wir könnten wahrscheinlich den unteren Ball hier hochbringen, aber ich sehe nicht, was uns das bringen würde. Nee, das geht nicht. Hm. Der Strahl lässt auch nicht nach. Der Windtunnel bringt uns auch nicht sonderlich viel. Oh, Moment, vielleicht bringt uns der Windtunnel tatsächlich was. Wenn ich den Stein in den Windtunnel schiebe, müsste er den... Okay, ich verstehe. Wenn ich diesen Stein hier in den Windtunnel... Ach, komm schon. Ah, Stein. Kooperiere. Okay, das war fast gut. Ah! Ist ein bisschen friemelig. Aber es geht. Okay. So. Du. Genau. Das war, glaube ich, das. Und das hat uns was gebracht? Müssen wir nochmal? Oh, okay, das gibt uns unseren Stein wieder frei. Ich wollte gerade speichern, du Schweine. Ah, okay. Nochmal. Die Gegner sind super ghast. Dich. Komm auch super weit mit seinen Geschossen. Ah, lass das. Ich dreh durch. Okay, was war das? Der Laser? Okay, ich soll da oben speichern. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ah, das war nicht gut. Jetzt sind wir beide hier wieder auf der Seite. Ah, leck mich, ey. Dieser blöde Typ da. Du kannst den... Warum ist das hier ein sicherer Bereich? Ich dreh durch. Warum kriege ich den nicht hin? Warum ist der so schwer für mich? Ich fühle mich gerade echt wie der bedeppteste, unfähigste Spieler aller Zeiten. Okay, gut. Da ist ein fiesen Delay drin.
Okay, haben wir dich. Bisschen HP. Safe Spot geht nicht. Okay. Dude. Ups. Hier kann ich speichern. Hooray. Okay, da brauchen wir noch einen. Ohoho. Na komm. Das Ding explodiert. Man muss teilweise ein bisschen Geduld haben. Ist nicht meine Stärke, aber ich gebe mir Mühe. Gut. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Der Weg nach oben ist frei, aber es gibt noch einiges zu entdecken. Zumindest sind wir hier erstmal durch. Abgesehen von diesen zwei Dingern, wo ich keine Ahnung habe, wie wir da reinkommen. Aber, naja, mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.